Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zu Tribünenhocker auf dem Fohlenkanal. Heute nach zweiwöchiger Abstinenz wieder da. Das, was wir tun mussten in zwei Wochen, ist diese schwarze Decke einzuführen. Das hat so lange gedauert, dass wir deswegen... Ja, das dauert sehr lange. Ja, ja, selbst genäht alles. Ja. Deswegen jetzt etwas verspätet, aber dafür direkt nach dem Spiel gegen Bayern heute. Michael kommt frisch aus dem Stadion, ich war heute mal nicht dabei. Deswegen interessiert mich natürlich jetzt als allererstes, wie war denn dein Eindruck nach dem leider am Ende 0:1? Ja, ich glaube, wir haben erstmal ein intensives und interessantes Spiel auch gesehen. Viele haben ja erwartet, dass es vielleicht nach den jetzt etwas verkorksten Spielen gegen Schalke oder auch unglücklich, im unglücklichen Ausscheiden, dass da vielleicht ein kleiner Durchhänger ist und die Bayern da daraus ja, Profit schlagen können. Waren ja auch in Bestbesetzung quasi unterwegs, die Bayern, wie nicht so, mit dem Lazarett, was momentan da ist. Aber für die Spieler, die auf dem Platz waren, wirklich ein gutes Spiel. Und im Endeffekt ist das 1:0 zwar aus meiner Sicht verdient, mit ein bisschen Glück schießt man aber vielleicht auch noch selber ein Tor. Also im Endeffekt eine Niederlage, aus dem man jetzt nicht komplett Negatives zieht. Nein, ich sehe sogar relativ viele Sachen positiv. Werden wir sicher im Detail nochmal darauf eingehen, gleich vielleicht den einen oder anderen Spieler auch, über den wir kurz sprechen können. Nein, aber grundsätzlich finde ich, war es wirklich ein guter Auftritt und ja, man hat wirklich mit breiter Brust den Bayern Paroli geboten. Ja, da würde ich doch einfach sagen, gehen wir in die Spielanalyse rein. Ja. Heute, wie gesagt, von mir vom Fernseher aus. Von daher ist natürlich, man hat ja gewisse Vorteile vom Fernseher aus, auch gewisse Nachteile. Mhm. Die Raumaufteilung, da hatten wir jetzt so ein paar Totalen auch während des Spiels gesehen, war bei uns ganz klar, dass wir wieder in diesem 4-4-2 Verein kompakt stehen wollten. Wir hatten nun mal mit unseren erheblichen Verletzungsproblemen ist schon schwer, da 11 Spieler auf den Platz zu stellen, die eine konkurrenzfähige Mannschaft ausmachen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, sicher. Und man hat sich dann letzten Endes dafür entschieden, mit Janschke und Strobel eine sehr defensive Doppelsechs zu bilden. Dadurch, dass sowohl Dahoud als auch Kama gefehlt haben. Außen, das war für mich ein bisschen eine Überraschung, einerseits Hermann und auf der anderen Seite Hahn, der eben nicht vorne im Zentrum eingesetzt wurde, sondern über die linke Seite kam. Ja. Ich glaube, Hacking wollte halt einfach möglichst viel Laufleistung auf den Außenpositionen haben. Ja, ich glaube, das hat auch gut funktioniert. Also ich habe nachgeschaut, wir hatten 120 Kilometer. Ja, fast 10 Kilometer mehr als die Bayern. 111 oder sowas in der Richtung. Also das hat auf jeden Fall geklappt, wenn man da läuferisch dagegen halten wollte. Na und sonst, ich fand ja auch die Doppel-6 mit Janschke und Strobel, die haben es eigentlich gut gemacht. Und auch unsere Außenverteidiger hatten natürlich die Hände voll zu tun, aber haben sich eigentlich relativ schadlos halten können. Ja, natürlich war es trotzdem eine Abwehrschlacht, schon eigentlich von der ersten Minute an, muss man sagen. Denn die erste Chance der Bayern war tatsächlich nach schon rund 30 Sekunden. Gut, sowas passiert am Anfang eines Spiels häufiger mal, dass man noch nicht hundertprozentig geordnet ist. Ist gut gegangen und ich finde auch ansonsten hat man in der ersten Halbzeit eigentlich häufig den Bayern zwar Raum gelassen, klar, man hat sich sehr defensiv zurückgezogen, aber man hat die ganz gefährlichen Abschlüsse nicht zugelassen. Ne? Ja, wenn man diese eine Robben-Szene gegen Lattenkreuz, wirklich ganz, und zwar ganz genau gegen Lattenkreuz, mal außen vor. Dann auch stark gehalten. Absolut. Mhm. Toller Reflex von Sommer danach. Ja, nein, aber das war so. Also ich meine, man hat wirklich gut dagegen gehalten und ist wirklich, wie gesagt, es war schon eine Abwehrschlacht, das war klar, das war auch, glaube ich, vornherein allen bewusst. Und was ich die ganze Zeit zu meinem Nebenmann gesagt habe und was dann auch häufig auch passiert ist, dass es enorm wichtig ist, das ist die Frage, ob man das auch so im Fernsehen sieht, aber wenn man schon so relativ tief steht und immer wieder sieht, dass gut verschoben wird, von der linken auf die rechte Seite zum Beispiel, dass natürlich dann der andere Außen der Bayern ein bisschen mehr Platz hat und dadurch entsprechend Martinez und auch Thiago angegangen werden müssen. Und das wurde eigentlich fast immer gut gemacht, weil sonst kommen die Diagonalbälle und dann haben die Bayern auf den Außen so viel Qualität, dass da direkt Gefahr daraus resultieren kann. Nein, aber das wurde verhindert und da hat wahrscheinlich auch die Doppel-6 ihren Teil zu beigetragen. Absolut. Also dafür natürlich leider im Spiel nach vorne, im Herausspielen, einiges, was da zu wünschen übrig blieb. Ganz komisch, Janschke mal war in der Hälfte des Gegners zu sehen. Ja, aber ich meine, Strobel und Janschke hatten einen klaren Auftrag und das war, das Zentrum möglichst dicht zu machen. Und das haben sie auch gut gemacht. Nach vorne haben die beiden genauso, wie ich fand, auch Hermann eine zu hohe Fehlerquote gehabt. Auch Hofmann, der
zwar eigentlich, wie ich fand, auf dieser hängenden Spitze-Position, das eigentlich sehr gut gemacht hat bei der Ball, bei dem Umschalten und bei Balleroberung, aber in den entscheidenden Momenten, und das ist, glaube ich, sein großes Problem auch grundsätzlich bei Borussia, in den entscheidenden Momenten häufig überhastet agiert, die falsche Entscheidung trifft, den Ball zu lange hält und deswegen auch gerade in der ersten Halbzeit eine ganz heiße Szene eigentlich damit verloren war. Ja. Und in der zweiten Halbzeit wieder ein, zwei Momente, wo man sagt, erste Aktion gut, schnell gehandelt, flink da auch durchs Mittelfeld gekommen, aber leider im letzten Moment dann nicht so den Punch. Genau, ist häufig auch ganz gut in die Zweikämpfe gekommen und ist da wirklich untriebig gewesen und hat da wirklich sehr, sehr gut dagegen gehalten. Nur, wie du richtig sagst, dann fehlt irgendwie was, weiß ich nicht, ob es dann vielleicht ein bisschen zu hektisch aber das wird oder nicht, weil du siehst eigentlich auch, er hat Schnelligkeit und ist flink und kann sich auch mal durchsetzen im 1 gegen 1. Aber im Endeffekt war es dann häufig, wie gesagt, der letzte Ball, der nicht entsprechend kommt. Und das werden wir halt einfach noch sehen und hoffen. Also entweder gelingt ihm, das abzustellen, also wirklich noch auf den letzten Schritt zu gehen, dann auch in der letzten Phase auch dann die Konzentration, die Übersicht zu haben, solche Szenen gut zu lösen. Ja. Daran wird einfach hängen, ob er bei Borussia dauerhaft funktionieren kann als Spieler. Ja gut, er profitiert natürlich jetzt dadurch, dass viele Leute verletzt sind und dadurch bekommt er überhaupt die Einsatzzeiten, die er bekommt. Das sähe vielleicht anders aus, wenn... Und da muss er sie einfach noch besser nutzen, glaube ich, auf Dauer, um da wirklich auch eine echte Alternative weiterhin zu sein. Dieter Hecking gibt ihm dann Rückenwind und dann würde man sich einfach wünschen, dass er den auch noch stärker nutzen kann eigentlich. Genau, ja. Raphael dafür ein bisschen unauffällig in der ersten Hälfte. Dafür, dass er vor allem gerade so der letzte verbliebene Mann mit internationaler Klasse auf dem Platz war, wenn man so will. Wenn man mal so hart jetzt mal unseren Kader anguckt. Da war ein bisschen wenig, aber er hat sich das ja in der zweiten Halbzeit dann doch zu Herzen genommen und hat deutlich mehr Aktionsradius. Ja, also höhere Aktionsradius. Hat er auch, ich glaube, es hat ihm dann gut getan, dass er auch dann eher sich mehr hat fallen lassen und mehr mitkombiniert hat. Und und ist ja unbestritten, dass er auch gutes Tempo hat und auch ein Auge hat und auch gefährlich ist. Ich erinnere mich da an einen Abschluss von ihm, wo er wirklich mal aus... Ja, da hat er mal abgezogen, ja. Und das war ein guter Schuss. Aber du hast recht, in der ersten Halbzeit war es da ein bisschen wenig. Insgesamt waren natürlich trotzdem die Bayern die klar dominierende Mannschaft, da müssen wir nicht drüber reden. Die haben den Ball auch sehr stark in den eigenen Reihen gehalten. Natürlich überwältigend viel Ballbesitz auch im Vergleich zu Borussia. Haben uns handballmäßig, das erinnerte mich so ein bisschen wirklich an die... Genau, erinnerte mich ein bisschen an die Phase mit fast 70% Ballbesitz, als Favre bei uns Trainer war und wir eigentlich wirklich damals, als wir in München gewonnen haben, genau das gleiche Spiel hatten, wirklich den Laden komplett dicht gehalten haben und am Ende dann diesen Lucky Punch mit De Camargo und Neuer hatten. Ja, genau. Also wir haben das wirklich gut gemacht, man sieht, man hat gut verschoben, aber die Bayern natürlich trotz allem drückend überlegen, aber gerade als Auswärtsteam, da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber das war, glaube ich, vorher klar und gerade mit den Verletzungsproblemen, die wir haben, glaube ich, auch aller Ehren wert, wie wir es dann am Ende gelöst haben. Wobei das Tor natürlich dann Weltklasse. Ja, also Thiago, was er da für ein Zuckerpässchen aus der Zaubertrickkiste ausgepackt hat, das ist sensationell. Also das ist auch aus meiner Sicht kaum zu verteidigen und da kann man eigentlich keinem Spieler jetzt so einen Vorwurf machen nach Motto schlecht gestanden oder was weiß ich. Das Einzige vielleicht, dass er da ein bisschen zu viel Platz hat. Genau. Aber sonst perfekt gemacht. Das ist halt immer die Gefahr, wenn du so kompakt stehst und auch so tief stehst, dann hast du dann irgendetwas musst du opfern. Und das ist natürlich dann die Aggressivität. Deswegen hat man halt den letzten Schritt immer erst gemacht, wenn die Spieler wirklich in Strafraumnähe kamen. Ja. Und aus 18 Metern oder so konnte er sich halt noch relativ frei bewegen, spielt dann diesen absoluten Traumpass. Und ich gebe dir recht. Also natürlich ist der hinter die Abwehr gespielt, aber weder Christen noch Westergaard möchte einen Vorwurf machen, denn Müller rückt auch unheimlich geschickt von hinten ein. Mhm. Wenn man sich die Szene in der Wiederholung anguckt, sieht man, dass Müller im Moment, wo Thiago noch am Ball ist, eigentlich sogar noch außerhalb des Strafraums ist, dann wirklich steil reingeht und genau den Ball dann auf die Fußspitze gespielt bekommt. Das ist natürlich dann auch einfach wirklich Weltklasse. Definitiv. Ja, aber was du sagst, was ich habe ja schon gesagt, unsere Außenverteidiger hatten natürlich viel zu tun gegen Robben und Ribéry, was mir eigentlich über einen langen Zeitraum sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass sobald die Münchner den Ball hatten, draufgegangen wurde. Ja. Also was sehr, sehr wichtig ist bei diesen Spielern, und das fand ich, hat man in dem Spiel ganz besonders gesehen, sobald ein Robben oder Ribéry den Ball hat, Körperkontakt aufnehmen. Weil wenn sie anlaufen, sind sie nicht zu verteidigen. Und das hat man in vielen Situationen gesehen. Nicht immer, ich finde, Elvedi und Wendt haben es sehr gut gemacht. Natürlich entsprechend Wendt offensiv nicht so stattgefunden wie sonst. Aber Dieter Hecking hat da auf jeden Fall die richtigen Worte gefunden und hat auch den Jungs da... Und sie haben Unterstützung bekommen von Hahn, von Hermann.
Hermann selber fand ich nach vorne leider ein bisschen enttäuschend. Ja. Da kam ein bisschen wenig, aber hinten hat er natürlich seine Laufarbeit verrichtet. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, er ist für mich nach wie vor sowohl im Spiel mit als auch im Spiel ohne Ball nicht in der Form, in der er vor zwei, drei Jahren war. Und ich hoffe, dass er da nochmal reinkommt, weil im Moment, das wirkt alles einfach immer sehr bemüht und da sind auch die ein oder anderen gute Szenen dabei, aber er ist nicht mehr der Spieler, der im Dunstkreis der Nationalmannschaft war. Nein, aber ich glaube, das hat auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Und der Verletzung. Und ihm würde es wahrscheinlich sehr gut tun, wenn er einfach nochmal trifft. Weil die Schnelligkeit hat er immer noch, das ist unbestritten. Und auch im Team hat er wahrscheinlich ein gutes Standing. Von daher glaube ich eigentlich nicht, dass es da tiefgreifende Probleme gibt, sondern einfach nur, der Ball muss nochmal ins Rollen kommen bei ihm. Genau, ins Rollen kam der Ball bei uns dann tatsächlich nach dem 0:1. Da muss man sagen, Respekt, da hat die Mannschaft nochmal tatsächlich hier aufgebäumt, hat auch nicht nur alibimäßig nach vorne gespielt, sondern sich wirklich einige gute Chancen herausgearbeitet. Der Wechsel von Hazard, also gut, dass er wieder dabei ist, muss man sagen, hat sofort mehr fußballische Qualität gebracht. Ja, das sieht man definitiv. Man sieht, wenn er dann am Ball ist, auch genauso wie ich eben gesagt habe, Robben oder Ribéry, wenn er mal anläuft, ist es immer gefährlich, er kann immer vorbeigehen und ja. Und im Endeffekt hat man wirklich die Bayern ins Schwimmen gebracht. Ja, also gerade bis zur letzten Minute waren nochmal Chancen drin. Dann hat halt der letzte Funke gefehlt, aber von daher Chapeau. Auch nach den Wochen, nach der letzten Endes dann ja wirklich schlimmen Woche für uns. Wenn man überlegt, dass wir zweimal in der Bundesliga verlieren, dass wir im Europacup auf diese Art und Weise ausscheiden. Es war so wie befürchtet fast eine schlimme Woche für Borussia. Aber die Art und Weise, wie man sich ja doch jetzt zum Abschluss präsentiert hat in so einem Spiel, wo man eigentlich vorher sagt, die Tordifferenz sollte nicht zu schlimm absacken, haben sie sich wirklich respektabel präsentiert. Definitiv, ja. Und ich fand auch die Einwechselspieler, Drümmitsch, nachdem er ja wirklich viel gescholten wurde, zu Recht aus den beiden letzten Spielen, hat dann sich auch wirklich noch versucht mit einzufügen. Benesch hat das ganz, ganz gut gemacht. Ja. Finde ich auch klasse, dass er den jungen Mann dann gegen Bayern zu seinem ersten Bundesligaspiel verhilft. Von daher kein Vorwurf irgendwie. Also das ist zwar komisch, wenn man verloren hat, aber irgendwie kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Also dem Trainer eigentlich auch nicht. Wir haben gegen eine der besten Mannschaften der Welt gespielt und in Bestbesetzung, wenn man 1-0 dann verliert, auch wenn es zu Hause ist, ganz egal, in der Art und Weise muss man sich nicht schämen, sondern kann eher stolz sein. Und jetzt können wir zwei Wochen lang die Wunden lecken, können hoffen, dass Lars Stindl zurückkommt, dass vielleicht Johnson zurückkommt. Bei Kramer wird es länger dauern, aber wir haben jetzt ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen und werden ja auch den Großteil der Mannschaft zusammen haben in der Zeit. Das ist ja auch gut. Ja. Wendt hat ja seine Karriere in der schwedischen Nationalmannschaft beendet mit sofortiger Wirkung, trotz Nominierung, weil er sich auf Borussia konzentrieren will, finde ich auch eine gute Sache. Ja. Auch ansonsten haben wir ja nicht so viele Spieler, glaube ich, dann unterwegs. Ja, und die, diejenigen, die vielleicht in Frage kommen würden, sind teilweise verletzt oder im Aufbautraining. Von daher hofft man natürlich auch wahrscheinlich darauf, dass man in der Länderspielpause vielleicht die Wunden ein bisschen lecken kann und einfach wieder ein bisschen komplett auch von der Kraft, der auf den Dampfer kommt. Ja, hoffen wir mal, dass die Jungs das machen. Und trotz allem muss ich dich natürlich jetzt, nachdem wir schon länger nicht mehr gesprochen haben in dieser Runde oder in diesem Rahmen, nochmal zum Europa-League-Spiel befragen, beziehungsweise zumindest mal kurz. Also wir haben ja alle unsere Dinge davon mitgenommen. Wir saßen dort, wir haben es erlebt und wir waren, ja, in der Halbzeit, muss man ja sagen, haben wir ja noch gesagt, es ist nicht unbedingt geschafft nach 2-0. Es hat sich nichts geändert in der Halbzeit. Genau. Also wenn Schalke direkt weiterkommen wollte, haben sie die immer noch, mussten sie immer noch 2 Tore schießen. Deswegen war eigentlich uns klar, dass wir ein anderes Spiel in der zweiten Halbzeit sehen werden. Und genau deswegen wollte ich halt einfach nochmal darauf hinaus, weil ich meine, die Art und Weise, wie Borussia-Art, muss man ja fast sagen, wie wir da ausscheiden, mit Pech, wie die Tore fallen. Der hoppelnde Rasen, der total unberechtigte Elfmeter. Ja, das mit dem Rasen müssen die, glaube ich, sowieso nochmal überlegen. Ja, Kramer bleibt im Rasen hängen und verletzt sich, der Ball hoppelt auf. Also ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht den Alten nochmal verlegen sollte. man verliert Kramer, man verliert auch Johnson, die zwei Spieler, die in der Mannschaft, die da auf dem Platz standen, noch die meiste eigentlich auch Erfahrung haben, wo du sagst, die können mal einen Ball halten, die können mal wirklich auch dagegen halten in so einer Phase, fallen uns aus. Stindl fehlt noch vom Spiel, von Beginn an. Und am Ende dann auch diese Dynamik, dass wir uns dann nochmal aufbäumen, schön, aber irgendwie hatte man auch das Gefühl, wenn es jetzt nach dem 2-2, irgendwie ist da auch nicht mehr die Power jetzt da. Da war der Kopf auch irgendwie leer, glaube ich, bei vielen Spielern. Ja, es fehlt halt einfach der Lucky Punch. Ich glaube einfach, dass
dieser ja, Doppelschlag nicht, aber diese zwei unglücklichen Treffer doch ihre Wirkung gezeigt haben und ja, ist dann einfach schwierig, auch wenn man versucht hat, dann nochmal ein Tor zu schießen. Ja, aber gut, das ist ja auch das Thema jetzt, dass nach diesem Spiel trotzdem gegen Bayern so aufgetreten wurde, dass wir jetzt die zwei Wochen Zeit haben. Das ist einfach meine Hoffnung jetzt, dass wir da uns in jedem mental, körperlich wieder ein bisschen regenerieren. Es wird extrem wichtig danach gegen Frankfurt. Ja. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt im Abstiegskampf stecken, aber die halbe Bundesliga ist quasi an der Nähe von Platz 16 und Platz 6. Ja. Und ja, es ist viel Mittelfeld momentan, aber Abstiegskampf. Also ich glaube, wir müssen noch zwei oder dreimal gewinnen und das sollte definitiv der Anspruch sein, wenn man vielleicht sogar noch eher nach oben schauen möchte. Also von Abstiegskampf zu sprechen. Klar, von den Punkten her ist man nicht so weit entfernt, aber dennoch, man ist auch vom FC nicht so weit entfernt, die jetzt, glaube ich, auf Platz 7 sind. Von daher, nein, also da muss man, glaube ich, nicht die Pferde scheu machen. Deswegen, es ist jetzt Hertha, beziehungsweise zuerst ist Frankfurt auswärts und dann Hertha zu Hause und dann Köln auswärts. Das sind eigentlich die drei Spiele. Ich sag mal so, wenn man die gewinnt, dann ist man vorne wieder in der Europa League mit dabei. Definitiv, ja. Wenn man daraus fast nichts holt, dann spielt man gegen den Abstieg. Und wenn man so lala ist, dann bleibt man wahrscheinlich dort, wo man jetzt ist. Und ich glaube, darauf sollte jetzt die ganze Konzentration liegen, damit wir einfach auch in diese letzte Saisonphase mit dem wichtigen Pokalspiel auch wiederum gegen Frankfurt gut aufgelegt einfach sind. Ne? Und noch den Punch zum Schluss der Saison haben. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass jetzt das Spiel gegen die Bayern eigentlich eher einen positiven Eindruck hinterlassen müsste und das entsprechend auch dann in der Pause einfach weitergearbeitet wird. Und die Jungs wissen, worum es geht. Und von daher gehe ich jetzt mit keinem schlechten Gefühl in die Pause. Genau. Mit welchem Gefühl Max Eberl in diese Pause geht, jetzt gerade auch nach dem Spiel gegen die Bayern, wollen wir gar nicht heute großartig vertiefen, weil mittlerweile wird ja jedes Wort, was er sagt, von jeder Zeitung, von jedem Media-Outlet, von Twitter, keine Ahnung was, auf die Goldwaage gelegt. In einer Art und Weise, wo man sagen muss, Leute, jetzt wartet doch einfach mal ab. So, ne? Ja, ich... Man braucht das gar nicht mehr zu lesen. Da werden Sachen... Ich meine, es wird wild spekuliert, ja. Jede Aussage wird auseinandergenommen. Egal, was Max Eberl sagt, kann immer nur das Falsche sagen. Auch wenn er nichts sagt, sagen die Leute, der sagt nur nicht, weil bla bla. Ja. Also, ich ignoriere das komplett. Wir werden es sowieso sehen. Also, wir haben ja ein Video dazu gemacht, wenn es euch interessiert, wo wir relativ... nochmal vorsichtig optimistisch sind, dass er möglicherweise noch bei uns bleiben wird, mindestens ein Jahr. Ich denke, seine Aussagen sind relativ klar, was den jetzigen Zeitpunkt angeht. Ja. Aber klar, wir werden auch vielleicht in der nächsten Saison wissen, warum er bestimmte Sachen genauso gesagt hat, wie er sie jetzt diese Saison sagt. Ich finde, wir sollten es einfach abwarten und vor allen Dingen auch als Verein, jetzt mal ganz abgesehen von Max Eberl oder nicht, immer auch einen Plan B haben. Ja, so wichtig er ist und so gerne ich möchte, dass er bleibt. Und im Moment hat er ja gesagt, gibt es keine gegenteiligen Informationen. Sollte man als Verein auch jetzt nicht irgendwie da so einen Kult draus machen. Und ich glaube, das sind eher die Medien, die das Thema so in die Medien einfach ignorieren. Und dass das natürlich zufälligerweise vor dem Bayern-Spiel wieder hochkommt, das ist ja sehr auch totaler Zufall. Ja. Genau. Trotz allem, wenn wir jetzt diese Pause haben, ist das ja auch immer eine kleine Gelegenheit, mal durchzuschnaufen und sich mal ein bisschen Gedanken zu machen, was in den Wochen davor jetzt gelaufen ist. Dieter Hecking ist jetzt mittlerweile 3 Monate bei Borussia, sogar etwas mehr. Und hat ja in der Bundesliga sicherlich eine gute Bilanz, trotz der letzten 2 Niederlagen. Mhm. Hat auch in der Europa League ein Fest gesehen in Florenz und das sehr unglückliche Ausscheiden gegen Schalke. Ja. Aber er hat vor allem eine Mannschaft vorgefunden und das finde ich jetzt mal interessant. Was für Rückschlüsse ziehst du daraus, wie die Mannschaft jetzt aussieht, welche Spieler dort eine Chance bekommen haben und was sagt vielleicht auch die Verletzungsmisere bei unserer Kaderbreite im Moment aus? Also allen voran würde ich mal sagen, man sieht, dass wir eine gute Mannschaft haben, die gegen jede andere Mannschaft der Bundesliga und auch international konkurrenzfähig ist. Auf dem Niveau, auf dem wir spielen, das ist schon mal eine Aussage, die ist gut. Die zeigt auch, was häufig gesagt wird, dass wir nicht über unseren Verhältnissen spielen, sondern es hat eigentlich eher die Hinrunde gezeigt, dass man unter seinen Verhältnissen gespielt hat. Woran das liegt, ob es am Trainer liegt oder wie auch immer das passiert ist, ist mal ganz egal jetzt, kann man außen vor lassen. Nur Dieter Hecking hat es geschafft, aus dem Spielermaterial, was da ist, wieder eine gute Truppe zu formen, die auch stabil steht und wo man sieht, dass Potenzial da ist.
klar, wenn du 4, 5, 6 Verletzte hast, auch Langzeitverletzte, wird es natürlich in der Breite ein bisschen knapp. Aber ich glaube, das ist normal. Grundsätzlich würde ich sagen, der Kader ist vernünftig aufgestellt, wobei man natürlich immer ein paar Stellschrauben nochmal ziehen muss. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Wir haben im Winter relativ stark dafür auch gepocht, dass ein Sechser kommen muss. Wir haben es eigentlich schon vor der Saison gesagt, ein weiterer, um mehr Alternativen zu haben. Jetzt musste heute Toni Janschke auf der Sechserposition spielen, der nun mal wirklich für mich ein überragender Defensivspieler ist, aber eben wirklich ein reiner Defensivspieler. Ja. Und deswegen ist halt einfach die große Frage, warum hat man nicht geschaut, dass nicht zumindest eine weitere Alternative kommt. Wenn dir ein, zwei Leute ausfallen, dass du nicht nur Tobias Strobel hast als dritten Mann und nicht nur den jungen Benesch vielleicht, der eben jetzt für so eine Startelf noch nicht in Frage kommt gegen Bayern. Ich weiß auch nicht, was zum Beispiel seit der Verpflichtung oder eher gesagt der Leihe von Christensen die Idee dahinter ist, dass man da vielleicht viel mehr gedacht hat, dass er dauerhaft oder viel länger auf der Sechs spielen wird. Aber klar, wir haben das gesagt und ich stehe da bis heute zu, dass man eigentlich einen Sechser zu wenig hat, vor allen Dingen für den kreativen Part. Also auch wenn Schrobel, auch wenn viele Leute das nicht so sehen, fußballerisch auch einiges auf dem Kerbholz hat, fehlt der Mann neben dem Abräumer, der für die spielerischen Akzente setzt. Das stimmt. Tobias Strobel wird ja von vielen Leuten extrem kritisch gesehen. Ich muss auch gar nicht sagen, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Er ist sicherlich von seinem Auftreten ja kein Spieler, der jetzt irgendwie spektakulär spielt, der vielleicht auch durch seine Größe ab und zu ein bisschen ungelenkt wirkt. Aber er kann zum Beispiel lange Bälle spielen, die nicht jeder im Team spielen kann. Und gerade gegen Schalke beim Bundesligaspiel, beim 4-2 in der zweiten Halbzeit, hat er überragend gespielt. Ja. Und dann wundere ich mich, dass nachher sein Name dann bei vielen nicht genannt wird und sich alle dann immer wieder nur auf die Angreifer irgendwie beziehen. Aber gut. Das ist ja häufig so. Trainer wissen meistens auch besser Bescheid, welche Spieler ihnen nützen. Und es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum er sowohl bei Schubert als auch bei Hacking und bei Eber, der ihn geholt hat, einen festen Platz rund um die Mannschaft haben. Entweder eben als erster Backup oder sogar mal in der Startelf. So, ne? Ja, sage ich ja. Also ich glaube, Tobias Strobel hat einen ganz, ganz bombenfesten Platz in der Mannschaft. Er hat halt den Nordpark-Platz übernommen, ne? Genau. Er macht's gut und von daher habe ich dahingehend nichts zu beanstanden. Nur wie gesagt, der kongeniale Partner, der für die Akzente sorgt, ist halt Dahoud zwar, aber da weiß man auch ja nicht genau, wie es weitergeht, aber man bräuchte halt noch jemanden, den man auch mal reinwerfen kann, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Laszlo Benesch mit Sicherheit sehr talentiert und hat auch jetzt gegen Bayern aufblitzen lassen, dass er mit dem Ball umgehen kann. Aber er ist keiner, mit der Physis. Genau, ihm fehlt die Physis, ihm fehlt natürlich auch die Matchpraxis und da muss man abwarten. Also eigentlich müsste man vielleicht schauen, dass man im Sommer spätestens, also ist auch frühestens, aber einfach reagiert und schaut, dass man auf der 6 noch was macht. Ja, und eben ein Spieler, der einerseits fußballerische Qualität bringt, der aber auch trotz allem eine gewisse Dynamik und Robustheit hat. Das wäre halt einfach schön und ich glaube, das sollte Dahoud gehen, da hört man ja viele Stimmen, die da in die Richtung gehen, da müssen zwei Leute kommen, die uns da verstärken, sodass man neben diesem Duo Kramer-Strobel, was eher wirklich so für diese Laufstärke, Ball halten, vielleicht auch eher so als Strukturspieler, wie man so schön sagt, eben auch noch einen hat, der für den tödlichen Pass, für das lange Spiel aus der Tiefe nochmal den Schuss extra Qualität bringt. Ja, genau. Genau, aber das ist die eine Position. Die andere Position, die bei Borussia ja seit Jahren, eigentlich bei Favre aus Prinzip mittlerweile, man weiß nicht mehr warum, gar nicht besetzt ist, ist ja so eine klassische Mittelstürmerrolle. Möchte ich auch nicht. Aber was ist denn, wenn du mal in einem Spiel in der 70. Minute jemanden brauchst, der den Ball sichern soll? Da hat Borussia einfach keinen einzigen Mann und das finde ich... Das wir haben Lars Stindl, wir haben Raphael, wir haben... Na, Raphael ist dafür kein Typ, Stindl vielleicht, trotzdem, Stindl kann das auch spielen. Kann auch Raphael den Ball sichern, nur wir spielen halt nicht so, dass wir in der 90. Minute den Ball halten, sondern wir schießen dann lieber noch ein Tor. So ist die... Also ich möchte keinen klassischen Neuner. Weil unser Spiel, das Borussia macht, funktioniert jetzt seit 3, 4 Jahren wirklich ausgezeichnet gut und... Ja, aber es funktioniert nur gut, weil du genau die Spieler hast, wenn sie fit sind, die dafür perfekt sind. Also Stindl und Raphael, klar. Kruse und Raphael, hat super funktioniert. Auch davor, Hanke und Reus. Man wird auch wieder jemanden finden danach. Ich habe da überhaupt keine... Aber wenn einer von den beiden verletzt ist, hast du direkt ein Problem. Und das haben wir immer. Egal, ob es dann, selbst wenn es Hazard ist oder wenn es Hahn dann ist, der eigentlich kein... Er ist kein Mittelstürmer. Nein, aber du kannst das jetzt ja nicht als Maßstab nehmen. Wenn nicht nur Raphael verletzt war, Stindl verletzt ist,
Hazard verletzt ist und Traoré verletzt ist. Das sind vier unserer vielleicht vorne besten Spiele. Das ist eine Ausnahmesituation, die einfach nicht oft passiert. Und wenn man dann leider nur entweder Hahn oder Drimmitsch vorne reinstellen muss, dann sieht man erstens, dass das nicht zu unserem Spiel passt, weil Drimmitsch kann unser Spiel nicht. Das hat er heute gegen Bayern auch in ein paar Situationen, wo ich das denke. Und vielleicht will man das auch gar nicht. Ich will es halt nicht. Ich finde halt, es ist immer schön, Optionen zu haben und eben auch mal die Notoption zu ziehen. Aber niemand flankt. Niemand flankt. Das stimmt ja nicht. Das wird auch nicht angesagt. Ja, hoch geflankt. Flach wird geflankt. Aber da sind ja auch die Leute, die abnehmen können. Flach in den Rückraum wird geflankt, aber hoch wird nicht vorne rein geflankt. Ja, also ich finde es halt einfach schön, so eine Option zu haben. Ich fand es auffällig, dass Vestergaard zum Beispiel in den letzten Minuten des Schalke-Spiels, also des Europapokalspiels gegen Schalke, als wir versucht haben, alles nach vorne zu werfen, hat Vestergaard quasi so eine Mittelstürmerrolle eingenommen. Und er hat das, okay. Er hat das aber fast besser gemacht als Drimmitsch, der ja sozusagen am ehesten noch bei uns als Mittelstürmer zu bezeichnen ist. Hat nämlich die Bälle wirklich auch mal dann gewonnen, gesichert, mit dem Kopf verteilt. Das ist für eine Option, die du durchaus haben kannst. Ja, dann haben wir Vestergaard dafür. So, okay. So selten, wie das bei uns vorkommt, dass man so jemanden braucht, dann kann man auch dazu, wie früher Brauers, den man vorne reingesetzt hat, kann man auch machen. Okay, du bist also ganz, du sagst ganz klar nein. No Niner. Kein Neuner. Und wenn man das auch ansieht, sich Josip Drimmitsch ist auch in seiner einzigen vernünftigen Saison, wo er bis heute von profitiert in Nürnberg, war auch nicht der klassische Neuner, hat natürlich auch vorne drin gespielt, aber anders als der Wandspieler, nenne ich ihn jetzt mal. Drimmitsch ist ja sowieso so ein Thema. Ich meine, niemand weiß genau, was dieser Spieler in der Bundesliga zu leisten imstande ist, weil er eigentlich seit dieser Nürnberg-Zeit nicht mehr regelmäßig gespielt hat, entweder weil er auf der Bank saß oder von Verletzungen geplagt war. Wir haben, wie ich finde, in den ersten Spielen der Rückrunde bei seinen Einwechslungen ein paar gute Ansätze gesehen, wo er auch kombinieren wollte. Aber immer, wenn er von Anfang an gespielt hat, und Höhepunkt war für mich da tatsächlich das Schalke-Spiel in der Europa League, wo er wie ein totaler Fremdkörper wirkte, wo wir fast mit einem Mann weniger gespielt haben, weil er, wie du schon richtig sagst, er hat es nicht verstanden, welche Rolle eigentlich jetzt notwendig gewesen wäre. Das ist mir halt ein absolutes Rätsel. Er macht keine Tore. Das ist bei Stürmern häufig so. Wenn die einmal nicht treffen, dann ist die Serie halt da. Und man vergeigt jedes Ding. Aber er wirkt wie ein Fremdkörper. Ja, und wie du jetzt auch schon gesagt hast, ich weiß nicht, ob man ihm sagt, er soll nicht unser Spiel durchziehen, aber auch jetzt im Spiel gegen die Bayern waren, nachdem er reingekommen ist, Situationen dabei, wo eigentlich an der Außenlinie kombiniert wird, auch mit Drimmitsch, oder Drimmitsch auf jeden Fall da im Dunstkreis dieser Kombination ist, und er einfach nur blind den Weg nach vorne sucht, statt genau wie wir halt spielen, mit Doppelpässen nach vorne zu kombinieren. Er spielt wie ein Stürmer, der dann einfach nur geschickt werden will. Und das funktioniert einfach nicht. Also da muss man ihm dann sagen nach dem Motto, Josip, guck mal, dass du mitkombinierst und vielleicht dann nach einem gelungenen Doppelpass in die Schnittstelle läufst. Den Eindruck hatte ich aber zum Beispiel, als er eingewechselt wurde in dem einen oder anderen Spiel, den Eindruck habe ich nicht, wenn er von Anfang an spielt. Vielleicht gibt es dann auch die Maßgabe vom Trainer zu sagen, wenn Drimmitsch von Anfang an spielt, spielt etwas stärker eben über den Zentrumsspieler. Aber wenn das natürlich dann gar nicht funktioniert und man eher hinten drin steht und dann keine Entlastung hat. Und das ist eben mein Argument. Warum nicht diese Entlastung schaffen mit einem Spieler, der den Ball dann eben wirklich mal festmacht, wenn er ihn mit dem Rücken zum gegnerischen Tor hat, den dann eventuell verteilen kann, Ruhe reinbringen kann, zurückspielen kann. Stindl kann das, ohne Zweifel. Aber er ist eben auch der einzige Spieler und wir brauchen ihn dann auch eigentlich eher zurückgezogen, um auch das Spiel aufzubauen. Das muss man eben auch klar sagen. Ja, wie gesagt, wir drehen uns dann im Kreis. Ich finde, wir brauchen sowas nicht. Und auch Josip Drimmitsch, um jetzt nochmal auf die Thematik zu kommen, ist aufgrund dieser, jetzt hat er ein halbes Jahr wieder bei uns regelmäßig spielen können oder hatte seine Einsätze. Es klappt nicht. Also dann sollte man lieber den Kaderplatz freimachen für einen Spieler, der uns da weiterbringt. Okay, klare Ansage. Du würdest dich von Drimmitsch trennen. Dann können wir aber genauso fragen jetzt in diesen zwei Wochen. Welche Spieler sind noch auf der Liste, wo man sagt, wo muss der Kader besser werden? Weil ich sag dir ganz ehrlich, wir haben einen breiten Kader. Ja. Und wir haben jetzt gerade sehr viele Verletzte. Aber ich finde trotzdem, es gibt zu viele Spieler bei uns im Kader, die quasi nur Auffüller sind. Auch heute saßen wieder, nach dem Spiel gegen die Bayern, saßen wieder Nico Schulz und Julian Korb über 90 Minuten auf der Bank, die eigentlich außer ganz speziellen Fällen
kaum noch einen Anwendungsbereich bei uns haben, wenn man mal so hart ist. Weil auf der Rechtsverteidigerposition ist Elvedi wieder fit und ist dort nach Janschke sofort die Nummer 2. Vielleicht sogar perspektivisch. Da hat er durchaus ja die Ansätze gezeigt, auch wieder auch sogar dann die Nummer 1. Ja. Und Schulz ist eigentlich ein Linksverteidiger mit offensiv dran, aber auch kein richtiger Linksaußen, der eigentlich auch kein richtiger Ersatz für Wendt ist, weil dafür hat man Kolo geholt, der dann eben auch links spielt. Aber die beiden sind für mich auch die, allen voran Korb, sind das für mich klare Streichkandidaten. Also Julian Korb hat für mich im Kader, wenn wir voll besetzt sind, keine Zukunft mehr. Ich meine, er hat auch schon vernünftige Spiele gemacht und auch seine Qualitäten zeigen können, aber wir haben jetzt mit Elvedi jemanden, der wirklich, wenn er spielt und auch wieder im Spiel gegen die Münchner, als er wieder zurückgekommen ist, wieder eine gute Partie eigentlich gemacht hat, und Toni Janschke ist immer Mr. Zuverlässig da. Und ähnlich verhält es sich mit Nico Schulz. Wir haben einfach auf der Position, wo er eigentlich beheimatet wäre, bessere Optionen, wenn der Kader vollständig ist. Genau, also das sind für mich so die beiden. Dann zum Beispiel lieber noch einen Sechser mehr, wie wir eben gesagt haben, der fußballerisch vielleicht noch was einbringt. Ansonsten würde ich sagen, vorne, Drimmitsch, hast du schon gesagt, würdest du streichen. Du würdest, ich finde, André Hahn ist im Moment in einer sehr unglücklichen Situation. Wir haben das schon mal vor ein paar Wochen angedeutet. Er findet nicht mehr seine richtige Position. Gegen die Bayern, fand ich, hat man ihn gut eingesetzt. Da war er wieder gut. Er ist ja auch traditionell gegen Bayern übrigens bei uns meistens einer der Besten. Ja. Diesmal war es unspektakulär, aber in der Vergangenheit hat er schon mehrmals gegen die Bayern geglänzt. Also, Nein, aber er ist wirklich so ein Kandidat da. Bei ihm ist auch viel, glaube ich, extrem viel formabhängig. Jetzt, wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen, er kommt manchmal in den letzten Wochen rein und fällt dann eher über Fouls auf und über ungestümes Einsteigen, über Motivation. Ich glaube, wenn er wieder in Form ist und von der Bank kommen kann oder vielleicht auch mal eine Alternative für die erste Elf ist, dann sollte man ihn auf jeden Fall halten. Dann ist er ein guter Spieler und hat auch Qualitäten, die andere Spieler im Kader nicht haben. Es kommt halt wirklich auf die Spielweise an. Und ich sehe halt im Moment, wir haben nicht, André Hahn ist jemand, den kannst du über die rechte Seite schicken, wenn du eine entsprechende Spielweise an den Tag legst. Und der ist in guter Verfassung. Dass er da brutal wirklich die Linie entlanglaufen kann, sich durchsetzen kann, den Ball scharf in die Mitte bringen, selber Gefahr auslösen. Das kann er, wenn er in Form ist. Ja. Nur ich sehe bei Häking ja eher diesen Ballbesitzfußball, bei dem wir weniger stark in die Tiefe gehen. Und da brauchen wir eigentlich wirklich jetzt mehr diese technisch versierten Spieler, die auch auf engerem Raum eben agieren können. Und er hat eben, wir brauchen einen, den Rahmen. Ja, aber ich finde nicht schlecht, wenn du auch den einen oder anderen robusten Spieler hast, den du selbst auch mal in Situationen bringen kannst, einfach nur um körperlich dagegen zu halten. Das stimmt. Selbst wie gesagt, in so einem Spiel wie gegen die Bayern, wo du als klarer Außensetter reingehst, finde ich das auch völlig richtig. Deswegen, ich würde Hahn deswegen nicht komplett abschreiben, sondern in dem Hinterkopf halten, vorausgesetzt, er findet seine Form wieder. Okay. Dann haben wir jetzt sozusagen drei, bei denen du sagst, okay, das ist eher weniger. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Jungen natürlich dabei so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Allen voran finde ich unser schon häufig erwähnter Djibril Sow, der ja immer wieder, wenn er auch in Testspielen agiert, wenn er mal eine Einwechslung auch bekommen hat, immer wirklich tolle Ansätze zeigt. Mhm. Aber da scheint es ein bisschen zu stagnieren. Und dann ich glaube aber, das ist der Situation zu schulden. Dieter Hecking hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass er auch mal den jungen Spielern definitiv genug Zeit gibt, sich zu entwickeln, aber auch genug Spielpraxis gibt. Maxi Arnold ist ja auch in Wolfsburg immer ein Spieler gewesen, der bei ihm eigentlich durchgängig seinen Platz hatte. Das ist übrigens der Mann, wenn man mich fragen würde, wo ich alle Hebel in Bewegung setzen würde, den Spieler im Sommer zu verpflichten, weil das wäre die Achterrolle in Perfektion für uns, sowohl vom Spielerischen her als auch, ich denke, vom Typen her und dann noch die Verbindung zu Häcking, der ihn eigentlich in die Bundesliga gebracht hat. Ja. Deswegen, das wäre natürlich super. Nein, aber um darauf zurückzukommen, Häcking ist eigentlich jemand, der auch den Jungen Zeit lässt, sich zu entfalten und richtig dosiert nach dem Motto, nicht verbrennen, nicht zu viel Druck auf einmal. Nur, wir sind im Moment in einer Situation, wo halt jedes Spiel enorm wichtig ist. Aber ist man das jemals nicht? Naja, also ich sag mal so, wenn man frisch in eine Saison geht und Dieter Häcking hat den Kader über jetzt dann, keine Ahnung, Wochen beobachten können, dann fällt es dir bestimmt einfacher, mal einen Djibril Sow vielleicht von Anfang an zu bringen, auch wenn du ihn dann nur eine Halbzeit spielen lässt und dann wieder rausnimmst. Nur du musst jetzt in einem Spiel wie die Aufgaben, die jetzt vor uns liegen,
da brauchst du 100% Spieler, die auch schon Wettkampferfahrung haben und auf die du dich verlassen kannst. Da bin ich eher skeptisch. Ich glaube, wenn ein junger Spieler die Qualität hat dann und man wirft ihn rein, dann ist er auch gut genug. Das sehen wir aber auch bei den Spielen. So ein Modahut, der kam bei uns in der schwierigsten Phase überhaupt bei Favre zum ersten Mal rein und hat es dann geschafft. Ich glaube, man setzt sich dann schon mit der Zeit durch. Ich finde, die brauchen Spielpraxis, also wirklich auch regelmäßig. Ja, aber ich bin in der Stammelf. Friss- oder Stirb-Fan dahingehend. Wie der Hut das vielleicht dann das geschafft hat, sich da durchzusetzen, schafft es nicht jeder. Nein, behutsamer Aufbauen ist ja auch schön und gut, aber wenn natürlich dann wieder neue Spieler kommen, wenn die Erfahrenen wieder fit sind und der Kader ist schon so voll, wie er ist, dann hast du als junger Spieler einfach nicht so gute Karten, wenn du nicht so viel besser bist. Ja. Und da glaube ich halt einfach Spielpraxis über eine Ausleihe bei So, potenziell auch bei Benesch. Ich weiß nicht, wie es um Ndenge steht, wie es um Simakala steht, wie viel man von ihnen erwartet, wie viel man auch sich erhofft von diesen Spielern, also wie viel man ihnen auch zutraut, vielleicht auch dauerhaft bei uns sich durchzusetzen. Aber Rütten wäre da auch noch ein Name, der häufiger auch im Kader war. Ich finde es halt einfach schade, dass jetzt in der Phase selbst trotz der ganzen Verletzungen keiner von denen eigentlich eine wirkliche Chance bekommt. Und Benesch schön 10 Minuten bei Bayern, gegen Bayern finde ich super. Aber natürlich auch kein klares Votum. Nein, klar. Aber ich bin dabei dir, schade ist es, aber ich denke mal, Dieter Hecking wird da nicht böswillig quasi die Jungen übergehen, sondern ich denke, der denkt sich da was bei und ist ja auch ein erfahrener Trainer. Von daher, ich habe da Vertrauen. Wir werden es sehen. Generell aber sind wir uns, glaube ich, einig in dieser ganzen Kaderdiskussion, dass wir, glaube ich, einen größeren Schnitt sehen werden, als es in den vergangenen Jahren der Fall war im Sommer. Oder sollten, vielleicht auch sollten, ja. Sollten, also ich bin der Meinung, man sollte den Kader extrem unter die Lupe nehmen und dann auch mal rigoros schauen, man muss hier ansetzen und da ansetzen. Und ich glaube, auch Hecking hat Bock. Also ja, also ich denke auch, wenn so ein neuer Trainer kommt in der Winterpause, dann kann er nicht viel machen. Dann wird er sich seine Gedanken machen, kann ein halbes Jahr die Mannschaft sehen und dann steht nächstes Jahr dann auch wirklich die Borussia wahrscheinlich auf dem Platz, die sich Dieter Hecking eher vorstellt. Genau, ja. Gut, ansonsten werden wir jetzt in eine Länderspielpause gehen, in der wieder mal wenige Borussen dabei sind, was wir jetzt fast ja dieses Mal auch gut finden. Ja. Die Frage, ob Stindl nominiert worden wäre, erübrigt sich durch seine Verletzung. Mhm. Aber Jürgen Löw hat ja schon angedeutet, wenn, dann wird es wahrscheinlich eher für so eine Confed-Cup-Aktion sein, dass er wirklich mehrere Wochen da ist. Gut, man wird sehen. Um dann scheinbar eine Grundlage zu haben, um ihn abzulehnen. Genau, um ihn dann ihn dann da spielen zu lassen und dann kurz vor der nächsten WM rechtzeitig in typischer Yogi-Manier auszumustern. Ja. Naja, also ich denke, das Thema ist für uns peripher. Es ist wichtig, dass die Spieler für Borussia zur Verfügung stehen. Von daher so eine Aktion wie Wendt, dass er sagt, ehe ich mich jetzt hier bei der Nationalelf vielleicht sogar auf die Bank setze, bleibe ich lieber voll bei der Mannschaft, nachdem man ihn ja auch wirklich schlecht behandelt hat. Also ja, er ist bei der WM nicht dabei gewesen, ohne Grund. Ja, er hat eigentlich bei der Champions-League-Mannschaft Stamm gespielt bei Borussia und wird nicht beachtet. Gut, dann kann ich dann auch verstehen, dass man irgendwann sagt, komm Leute, ist gut jetzt, ich bin 31 und mach das mal ohne mich. So. Ja. Nein, also ein guter Schritt, den man auch erstmal machen muss und ja, wie gesagt, die Länderspielpausen interessieren uns ja, glaube ich, generell nicht ja, so. Die spannenden Spiele gegen Aserbaidschan und ich habe das andere vergessen, Rumänien? Ja, von daher, unsere Gedanken sind, glaube ich, bei der Mannschaft. Also nicht die Mannschaft, sondern Borussia. Ja, schauen wir mal, dass das alles wird. Ich wünschen wir uns, dass die zwei Wochen wirklich zur Erholung und zur Genesung in jeder Form beitragen werden. Wir atmen auch mal durch. Ein bisschen weniger Fußball ist auch ganz schön. Es war jetzt wirklich viel in den letzten Wochen. Ja. Und man musste sich dann halt echt nochmal motivieren, auch für das heutige Spiel überhaupt noch emotional da involviert zu sein. Aber die Mannschaft hat, muss man ja ganz ehrlich sagen, das auch in der Weise geschafft, einen dann doch nochmal zu involvieren heute. Ja. Weil sie toll dagegen gehalten hat und von daher, das nehmen wir jetzt mit als das Positive. Definitiv. Sehe ich auch so. Da würde ich sagen, in diesem Sinne freuen wir uns übers Zuschauen und oder Zuhören und würden sagen, nächste Woche wird man wahrscheinlich nichts von uns hören, aber dann in zwei Wochen wieder genau. In alter Frische. Live und in Farbe. Genau, bis dahin empfiehlt uns gerne weiter. Wir werden das eine oder andere Video sicherlich posten über die Woche und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht und Borussias Kampf um eventuell noch die Restchance Europa geht dann weiter. Jo. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Ciao.